Was warst du jetzt schon? Was sollte das erst werden, wenn wir losfuhren? Thomas tauchte auf und sagte, hier hast du ein paar Brote, eine Brause und eine Pinkelflasche, denn ich kann dich, bevor wir im Westen sind, nicht rausholen. Ein Kissen für den Arsch, ich hockte mich in die Box und dann wurde es dunkel. Es verging eine Zeit, bis er alles verzurrte und dann ging es los. Wir fuhren zur Heerstraße. In Richtung Norden mussten wir auf die B5. Das wurden die längsten 3,5 Stunden meines Lebens. Thomas die Box verschraubt und wieder verzurrte, lief ich ein paar Meter und rauchte eine. Ich konnte es immer noch nicht fassen und brauchte eine Weile, bis mir bewusst wurde. Alles ging gut. Scheiß Rosinenlaster. Jetzt fuhren wir Richtung Flensburg. Im Osten ging die Sonne auf und ich zog gerade genüsslich an einem Sticky, als Thomas Hirsch sagte, greif mal hinter deinen Sitz, da liegt ein verschmierter Lappen. Ich führte hinter mir ein Bündel, zerrte es vor. Thomas meinte, mach mal auf.
Mach mal auf, scheiß Putzlappen. Oh, wie ich Autoschmierer hasse, Thomas. Rede kein Blödsinn, Genosse Banse, und wickel das Scheißbündel auf. Ach, nicht mal Genosse Banse zu mir. Thomas grinste mich an und sagte, pass auf, Idiot. Also wickelte ich dieses Fettbündel auseinander und in all dem Schmutz verbarg er ein Riesenbündel Geldscheine. Oh Mann, hast du eine Bank aufgemacht? Nee, nee, das Geld ist aus den Knastkassen der Kneipen aus Charlottenburg, Kreuzberg, Wedding, Schöneberg und von Sponsoren. Dieses Geld, was du brauchen, das sind etwa 5000 D-Mark. Die bekommt Rio, damit du das nicht gleich verpulverst. Du wirst nicht immer dort bleiben können. Johnny, du kommst gut mit Menschen klar. Geh nach England oder Dänemark. Bleib nicht hier. Du findest Leute überall. Wir sind überall. Ich war den Bruchteil einer Sekunde schneller als Thomas, denn ich wusste, was er sagen würde, und sagte mit ihm zusammen, Genosse Banse, wir fuhren jetzt Richtung Flensburg durch den Sonnenaufgang. Ich konnte es immer noch nicht glauben. Ich war in der BRD und fuhr in Richtung Nordfriesland.